Hallo Freunde der Sonne und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahmefolge von World of Warcraft. Wir müssen jetzt hier die Quest, die ich ja letztes Mal schon fast aufgenommen hätte, verwendet die Seherkugel, um zu sehen, wo sich die Nachtelfengäste aufhalten könnten und sich dann los, um sie zu retten. Alles klar, da ist der Enter, antun wir doch. Jalala! Schön. Wunder Horiasis, nee. Geil. Okay, die holen wir uns jetzt. Nehmen allerdings die Quest von Prinz Falandis noch mit. Und töten uns erstmal diese Echse da. Oh, ich dachte schon, ich hätte Lorenzia. So. Ja, so. Dann mal schnell Prinz Verondis. Da hören wir uns nochmal an, wie sie ihn verachten, verarschen und beleidigen. Ich hätte mich Königin Ashara nie entgegenstellen dürfen. Das war das Problem. So, der Widerhall von Nathalas verfolgt mich immer noch. Ich kann das Leid dieser verfluchten Stadt nicht mehr ertragen. Aber ich kann euch vielleicht immer noch helfen, an den Gezeitenstein zu gelangen. Farondis Entschlossenheit ist zurückgekehrt und seine Augen verengen sich. Wir müssen uns am Rande der Stadt entlang bewegen. Folgt mir. Das, wir machen, glaube ich, erstmal, oder? Wo wäre denn... Möge die Macht des Arkanen mit euch sein. Ach komm, wir machen einst, vor 10.000 Jahren, war Azuna wunderschön. Bitte zeig mir, wo der Gezeitenstein ist. Kommt mit mir. Ja! Hallo? Ach, der ist immer so schnell. Für einen Geist hat der echt flotte Beine. Verlundes Inferium. Tut mir unendlich leid. Ja, höflich ist er ja wenigstens, ne? Wir werden mal als Tank. Wow. Heavy. Der hat schon Muckis in der Arme, ne? Also zumindest im Kopf, ne? Sozusagen zum Zaubern. Schaden der macht, ey. Und Wasser scheint ja auch nicht zu mögen. Er teleportiert sich immer durchs Wasser. Dort, die Akademie von Nathalas. Hier nahm alles seinen Lauf. Okay, die Quest geben wir aber jetzt gleich ab, weil wir müssen erstmal noch die andere Quest machen. Vielleicht müssen wir dem ja gleich nochmal folgen. Das wäre ja ein bisschen blöd, aber egal. So, dann müssen wir die drei Punkte erstmal abklappern. Punkt Nummer 1 befindet sich hier irgendwo. Hallo? Bist du bescheuert? Die greifen uns auch an. Aber wir werden ihnen zeigen, was es heißt, mächtig zu sein. Mächtiger als alle anderen. Schön wieder ein Dützchen. Was reimt sich auf Dützchen? Schabernöckschen. Haha. So. Kleine blöden Schweine hier. Für so einen Scheiß habe ich doch gar keine Zeit. Also, gut. So. Hier. Ja, wir wurden von unserem... Ja, was denn? Was denn? Kommt ihr jetzt mal hinterher? Haltet euch doch nicht mal mit Nebensächlichkeiten auf. Hä?
Hier ist schon alles geklärt, oder was? Hier wäre es gewesen. Ach ja, ja gut, das... toll. Nicht schlecht, ne? Es geht einfach so. Wie komisch. Naja. So, gucken wir gerade noch den Brunnen ab. Ich brauche echt... Das ist schade, dass es nicht mehr so einen Turbolauf gibt. Ich frage mich, was sie hier die ganze Zeit beschießen. Jetzt wendet sich das Blatt! Ihr habt unserer Kampfkraft nichts entgegenzusetzen. Da wäre ich mir nicht so sicher, Schätzelein. So, und dann ein bisschen weg. Ah, dann haben wir das auch. Jetzt müssen wir noch Umgebung Akademie ab. Dann mal schnell noch da. Schwarzer. Ihr zum Ertrinken hier? Ich kann helfen. Och, ich wollte doch gerade einen Screenshot machen, du dusselige Putin. Ja, wer ist denn jetzt hier unter welcher Würde, hä? Das ist jetzt nicht mehr gerechnet, Schätzelein. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir eben noch die Akademie eben absuchen. Komm, hopp sie mal drüber. Hey, hey, hey. Ja, genau. Gubbel, gubbel, gubbel. Mensch, Ritzen, jetzt muss aber auch mal was Geiles zaubern, du. So, siehst du? So mache ich das. Dickes Vieh. Ach, scheiße, Mann! So kriege ich auch nie ordentliche Screenshots hin. So, da können wir die Quest auf jeden Fall jetzt gerade noch abgeben. So, ja, Weg der Schmach und bereit zur Abgabe. Was? Zurück zu den Toten. Ja. So. So, Prinz, wir kommen gleich wieder. Ich muss nur schnell eben sehen, dass ich die andere Quest noch abgebe. Nicht? Wir haben da ja noch so was in der Hose, ne? Die geben wir da mal gerade noch ab. Dann haben wir das schon mal erledigt. Tschu. Abracadabra, Simsalabim. Ich werde über dich gewinnen. Der jetzt rufen, dass ich auch. Oh, diese Umhänge in WoW, ne? Oh Mann, ich bin schon echt ein Dorn im Auge. Toll. Also meiner kann wenigstens. Tetere. Illu, erleuchte euren Weg. Illu, Illu. So, jetzt aber hier. Nach über 10.000 Jahren Mutter und Vater wiederzusehen, dem Elfenmagier fehlen die Worte. Danke so, wahrscheinlich. Danke euch. Bitte schön. Bitte schön. Ja, irgendwie ist das jetzt alles nicht so das, was man sich eigentlich... Die Göttin schütze euch. So, wir sind übrigens beim Hofstaat jetzt freundlich. Super geil. Dann gehen wir jetzt mal die Quest bei Farondis abgeben. Nee, so nicht, du kleines Lutschding. Dann sollten wir eigentlich auch recht schnaftig dabei sein. Farondis, ich bin wieder da. Bist nicht allein.
Es ist unser Fluch, die Ewigkeit als Geister zu verbringen. Ja, ne? Du armer Mann. So. Der Prinz wirkt emotional erschöpft. Ja, das ist er eigentlich auch irgendwie schon die ganze Zeit. Hier endet mein Weg, Sir Crusher. Ich ertrage es nicht, sie anzuschauen. Und noch schlimmer ist, dass allein meine Anwesenheit euch in Gefahr bringt. Von hier aus müsst ihr allein weitergehen. Quest beenden. Betretet die Hallen der Akademie von Nardalas. Viel Glück auf eurer Suche nach dem Gezeitenstein. Ich wage nicht, Fuß auf diesen Boden zu setzen. Doch ich unterstütze euch so gut ich kann. Du bist mir schon ein geiler Held. Hauptsache, ich hab's Prinz Varon, ist ja voll mit drin. Na egal. Ab geht's in die Academy. Hui! Wenn man fallen kann, nimmt man immer die Abkürzung. So, hier geht's rein. Was? Ausgezeichneter Treffer. Na, für eine ertrunkene Schülerin sieht man noch sehr gut aus. So! Und hier ist erstmal wieder Schluss. Wir kommen nämlich schon zu einer nächsten Quest-Spatte in der Geschichte. Das heißt, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Adios.